Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Cincy News. Ich habe ganz viele Neuigkeiten für euch, was betrifft ab Montag. Und es geht dann noch weiter in den November rein. Also ich habe ganz viele Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit den ersten an. Wisst ihr noch die Abstimmung? Bring Back My Buddy ist da. Ja, Bring Back My Buddies. Wir haben unsere drei Finalisten, sind am Start für euch. Einmal die Kuh, das Einhorn und der Yeti. Ist das ein Yeti? Ich muss jetzt noch mal selber nachgucken. Die findet ihr aber schon. Ihr könnt auf meiner Homepage, josephine.sensi.de, da könnt ihr schon auf Kollektion gehen. Ich gucke gerade hier nebenbei, weil ich es wirklich nicht auswendig kann. Bring Back Baba's Buddies. Genau, da haben wir den Yeti, das Einhorn und die Kuh. Ab Montag, den 17. sind die dabei. 50 Euro kommt einer und ihr wisst genau, ihr kriegt ein Cent-Pack dazu geschenkt. So, suche ich das mal weg. Dann kommen wir jetzt zu den nächsten Neuigkeiten. Ihr wisst ja, wir haben ja unsere Weihnachtsdüfte, die vier Stück. Die habe ich euch schon vorgestellt, Anfang des Monats, glaube ich schon. Die sind am Montag am Start und kommen wieder im Packen zusammen. Jetzt muss ich selber gucken, wo ihr die finden könnt. Düfte der Saison, genau. Düfte Saison findet ihr die. Und da findet ihr die einzeln für 8,50 Euro und findet auch das Kombi-Angebot für 28 Euro. Vier Bars für 28 Euro, genau. So, jetzt könnt ihr gespannt sein, was noch kommt. Und das ist am Montag. Kommen so gesehen vier neue Lampen für euch zu. Das sind einmal, ich habe mir das extra alles aufgemacht und dann doch nicht aufgemacht. Findet ihr auch schon. Weihnachtskollektion Christmas Favorite sind die. Das ist einmal die Mini-Duftlampen. Der ganz dicke Schneemann. Das ist die Froster Glow als Wandstecker und auch wieder als Tischbase gibt es den. Und Frosted Glow, die große Lampe, kostet 71 Euro. Ich gucke dann noch mal, ob ich sogar kombinieren und sparen, ob man die finden kann. Aber ich glaube, bestimmt. Dann haben wir die kleine hier. Das ist die Holiday Lights. Einmal wieder links 35 Euro und 50 Euro. Und die große Holiday Light kostet 71 Euro. Ab Montag auch zur Verfügung. Ab 20 Uhr den 17. Also wenn ihr eine von den Lampen haben möchtet, dann seid ihr dabei. So. Was habe ich noch? Ja, da muss ich erstmal die Neuigkeiten noch mal gucken. Das war das Falsche, was ich gerade rausgesucht habe. Also ihr könntet auch alles, findet ihr bei mir auf josephine.duftwelt, auf Instagram, auch auf Facebook findet ihr mich. Also da seid ihr. Wir fangen mit dem Größten an. Ja. Wir fangen mit dem Größten an, was ich mich sehr, sehr freue und sehr, sehr schön aussieht. Hier. Unsere elektrische Duftlampe, Sammlerstück für den Winter. Das Bild ist mit LED
beleuchtet und hinten dran habt ihr ein Schildchen wieder als Elementlampe und könnt es dort auffüllen, bestücken. So, ihr wisst, die gibt es immer nur begrenzt und ich finde die so wunderschön. Die heißt All Thanks the Night. Die wird aber, wie ich das jetzt, elektrische Duftlampe wird ab dem 1. November ab 19:01 Uhr, also ich denke mal 20 Uhr wieder, also ich halte euch auf dem laufenden Stand. Kurz vorm 1. wisst ihr ja, kommt noch mal was raus, kommt 170 Euro. Ihr wisst, limitiert wieder und ich finde die traumhaft schön. Und seht ihr die Flocken da unten? Und denkt dran, seht ihr den Eukalyptus? Da gibt es einen kleinen Anhänger. Und den Anhänger habe ich auch noch mal raus. Der leuchtet auch. Raus, das ist der kleine Anhänger. Ihr wisst, das ist auch ein sehr, sehr großes Sammlerstück. Immer, jedes Jahr. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Also wirklich, wirklich wunderbar. Sollt ihr da noch was wissen? Mehr steht auch nichts drin, also wird auch nicht, ich glaube, denke ich mal, auch nicht möglich sein, als Halbpreis, wird auch nicht als Halbpreisartikel möglich sein, wenn ihr eine Party habt. Aber es ist ja wirklich auch wunderschön gemacht und die Details, ihr kennt es von Sensi. Manchmal Dings, aber die hat es in sich. Ich finde sie wirklich wunderschön. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Highlight dieses Jahr. Und ich habe jetzt, glaube ich, wieder das Bild nicht hier. Ich habe mir das runtergeladen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hinkriege, wie ich das haben will. So. Wir bekommen Bricks. Was sind Bricks? Das sind riesengroße Bars. Die kennt man in Amerika schon. Und ich tue jetzt noch nebenbei jetzt mir die aufrufen. Und ich habe, da habe ich sie schon. Die Bricks. Das sind ungefähr, dass ihr ein Volumen habt, wie viel das ist. Das sind 5 Bars. 5 Bars. Das Ding ist riesengroß. Es ist das erste Mal, dass wir sie in Deutschland bekommen. Und die werden ab dem 7. November. 7. November, schreibt euch ins Kalender, 7. November gibt es Bricks ab 20 Uhr wieder. Das ist eine Kollektion. Genau. Ein Brick kostet, das zeige ich euch auf dem anderen, ich habe da nämlich schon was vorbereitet für euch, dass ich auch nichts vergesse. Fangen wir mit dem hier an. Ich hoffe, es ist groß genug, dass ihr auch ein bisschen mitlesen könnt. Also, ab dem 7. November starten wir. Ein Brick kostet 34 Euro und gibt es in 5 Düften. Caramel Croissant, Kissnot, Croissant, warme, komische, kuschelige Kombination aus lieblicher Karamell, Vanille, Kastanie. Da ist Vanille drin und ihr wisst, ich liebe Vanille. Dann haben wir Frosted Bitter, Schneebeere und weiße Johannisbeere umhüllt, Jingle Bells Orchidee mit einem Hauch von Rheinmoschus. Innocence and Iridian Cream, kühlende blaue Eukalyptus, Kiefernadel mit Kristallzucker glasiert. Den haben wir doch im Sortiment, oder? Ich glaube schon. Jetzt müssen wir das mal. Jetzt will es wieder nicht, wie ich will, aber wir kriegen das auch alles hin. So, dann kommen wir weiter zu den nächsten. Ich will euch ein bisschen nächsten noch zeigen. Hoffentlich seht ihr mich noch. So, dann kommen wir zu
Maschulino, Sugarcookie, Plätzchenteig mit Vanille gebacken, mit einem süßer Glasur aus Maschulinerkirschen geträufelt. Der hört sich wirklich, wirklich lecker an. Dann neu. Nee, den Essen Event Queen, den haben wir doch. Die Maschuline Cookies, das sagt mir was. Da muss ich nochmal in Ruhe gucken. Dann kommt Winter Eva. Frische Nadelwald, voller winterweißen Zedern, erhellt von prickelnden Bergamotte. Und ich hab's. Habe ich es hier hin gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber es gibt auch ein Kombi-Angebot. Zwei Pricks für 57 Euro. Ihr sitzt hier, ich habe hier schon ein bisschen was aufgeschrieben euch. Ihr habt die Möglichkeit, den Prick in ein als Kombi, als Halbpreisprämie, wenn ihr eine Party laufen habt, bei mir einzulösen. Oder auch die Warengutschrift zu nehmen und euch dann das Brick-Angebot zu halbieren. Und ab November, wenn ihr einen Club besitzt oder einen Club dann macht, extra für die Bricks, dass ihr die behalten könnt. Ihr wisst, die sind auch, werden auch handgegossen, also das ist keine Maschine, wo da steht, das sind wirklich Menschen, wo die Bricks gießen. Habt ihr die Möglichkeit, die auch in euer Club-Abo zu setzen? Also ab der Club fängt ja bei uns ab 42 Euro an, 10% zu geben. Also könnt ihr euch ein bisschen selber, oder ihr habt schon einen aktuellen Club und tut das als Halbpreisartikel rein. Aber am besten ist es, wenn ihr den fest im Club drinnen lasst, reinsetzt, und wenn ihr doch dann nicht den mehr haben möchtet, könnt ihr den rausnehmen. Aber wenn ihr jetzt sagt, Halbpreisprämie, ich möchte mal jetzt vom Brick weg, ich möchte den Liftbox, finde ich das ein bisschen schwierig. Also ich würde euch empfehlen, wirklich in den Club reinzusetzen und dann 10% euch zu schnappen. Ja, das sind die aktuellsten News, wo ich habe, und wenn und ich hoffe, dass der ein oder andere bis zum Schluss da bleibt. Nein, ich habe nämlich gerade auf meiner Homepage auch drauf geschaut. Aktuell ist der Sensico wieder zur Verfügung. Einmal der ohne Licht und einmal den Sensico Silver ist wieder da. Lange haben wir gewartet und jetzt ist er wieder zur Verfügung. Wenn du einen möchtest, hast jetzt die Möglichkeit, dir einen zu sichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf Instagram oder auf Facebook in der Story oder Dings. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier einen Daumen hoch lasst, auf Instagram, wenn man bei Beiträgen ein paar Herzchen da lasst. Würde ich mich sehr freuen, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Eure Josi, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen